Der alte Stempelpass in den Bergen hat ausgedient. Die Aktion Erreiche deinen persönlichen 8000er geht neue Wege mit der Stempelkarte. Bei mir ist Herr Linz von der Wirtschaftskammer, Fachbereich Seilbahnen. Wie muss ich mir denn eine solche neue digitale Stempelkarte für Berggipfel und Höhenmeter vorstellen? Ja, ich habe nicht ganz zufälligerweise hier ein Muster und ab sofort, also in diesen Minuten, gibt es das bei 31 Vorarlberger Sommerbergbahnen, wo diese Karte kostenlos erhältlich ist. Und an der Bergstation wird sie vom Seilbahnmitarbeiter oder im Restaurant oder nahegelegenen Alphütte eingescannt. Und es ist also problemlos für jeden Wanderer so möglich, eben hier teilzunehmen. Das heißt also, dass ich durch das Scannen meine Höhenmeter, die ich hinter mich gebracht habe, zu Fuß oder mit der Bahn oder mit dem Mountainbike, bereits direkt im Account gespeichert werden. Richtig. Und diese Daten, wenn ich also nach Hause komme oder an den Computer, gebe ich den Code, der hier die Ziffernfolge, die hier auf der Karte steht, ein, ergänze sie entweder mit einem Nickname oder mit meinem richtigen Namen und dann bin ich sozusagen im Computer angelegt. Sie haben vorhin schon das Ranking angesprochen. Was hat es denn damit auf sich? Ja, wir wollen einfach Spaß vermitteln. Wandern an für sich ist gesund und macht auch Spaß. Und gerade die jungen Leute haben natürlich diesen leichten Zugang zu Internet und Internetanwendungen. Und damit kommt eben Spaß hinein und dieses Rennverhalten. Das ist eigentlich unser Hintergedanke. Der Gewinner des Rankings, was kann er gewinnen? Gibt es Preise? Also es gibt sehr attraktive Preise von Vorarlberg Tourismus, von den Vorarlberger Bahnen und deren Partner. Im Detail werden wir uns diesem Thema sozusagen demnächst widmen. Wir hatten jetzt bis zur letzten Minute zu tun, dass wir überhaupt die Technologie hier auf die Beine stellen können. Aber es wird attraktiv sein zum Wohle sozusagen der fleißigen Wanderer.